alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, Ihr okay? versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Oder jemand. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Ach nee. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Ein Weg aus dem Wald. Reyes! Verdammt. Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Gehen wir mal weiter voran. Schleichen wir es durch. Noch was, wir haben Fähigkeitspunkt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er tot ist. Keine Geschichten über meine Eltern. Großfähigkeit. Keine Bergbesteigung. Wir brauchen. Ich wünschte, sie hätten stattdessen nicht getötet. Wir werden die Störung zwar nicht kapieren, aber was soll's. Okay, wo sind wir hier? Unsere Gefährten sind verschwunden. Okay, ist die nicht abgestürzt? Ist eine Schraubentruhe. Ein bisschen Schießen üben. Und keine Ahnung, wofür das für Erfahrungspunkte. Fürs Essen haben wir das noch nie gebraucht. Es ist relativ dunkel hier. Einfach nehmen, mitnehmen ist vielleicht nicht falsch. Es ist dunkel. Sie könnten überall sein. Bist du sicher, dass sie hier sind? Oh, Kacke. Weißt du, Jupon? Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt lieber auf, das sind viele. Bevor ihr die Hunde finden! Kommt raus! Kommt raus! Ganz ruhig.
müssen die anderen. Wie nicht entdeckt werden. Da ist jemand. Ich will mal ein bisschen sneaky vorgehen. Ganz ruhig. Du beleuchtete Brücke. Da wird uns bestimmt keiner sehen. Durch die Bäume durch. Das kann ja nur schief gehen. Was geht? Na toll. Kopfschuss auf den. Da ist noch einer. Aber nicht, dass die Alarm schlagen. Na komm, drüben noch einer. Der ist in der Nähe. Na komm. Verdammt. Verdammt. Ist zu weit weg. Verdammt! Ach du Scheiße! Jetzt schnell die Alarm. Wir sind hier unten. Hier unten äußerst unsicher. Komm noch mehr. Schnell weg hier. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wo wir sind. What the fail. Es geht bestimmt noch sneakiger. Der ganze vom Anfang. Juhu. Wir kommen von hier aus schon. Ein paar ausschalten. Scheiße, wir sind am Arsch. Ach Scheiße. Ich will noch gleich aufgeben. Jetzt schon erwischt worden. Das sind zu viele. Ja, komm. Ja, komm. Wir müssen das Nickiger durch. Ganz ruhig.
Da steht noch einer oben auf der Brücke. Verdammt. Okay, der redet um. Da kommt er. Ganz leise. Na, wo ist der andere? Hinten sind noch sehr viele. Zu weit weg. XP. Fahren wir mit einem Trupp im Kloster. Oben liegen viele tote Soldaten. Ohne Scheiß. Hast du Rudi gesehen? Ich will nicht drüber reden. Im Ernst, Bruder? Was hast du gesehen? Also, was immer dieses... Hilfe, schnell! Als ob die uns gesehen haben. Als ob der und der andere dort uns gesehen hat. Als ob... Als ob... Wir hier rein. Save Point. Gib mir ein Save Point. Ich will doch nicht in der Zwischensequenz sterben. Es gab natürlich kein Safe Point. Ja. Na komm. Sniper. Zwischen den Bäumen. Ist zu weit weg. Die noch. Okay, da ist alles still. Kopfschuss ist der Entfernung, ist echt geil. Und hinter Baum. Verdammt! Hier müsste es sauber sein. Hier mal Lager. Erstmal looten.
Krieger der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Wir müssen auch die Elder Scrolls, die alten Rollen, müssen wir auch hier lesen. Obwohl das nicht scary ist. XP-Box. Viel, oder? Ach du Scheiße! Über die Brücke. Können auch nicht mehr viele sein. Ach Scheiße! Wolf! Der Pfeiler. So durch hier. So, wir finden die weitere Pfeile. Ach du Scheiße! Bis denn überall Alarm schlagen. Okay, das ist das Rehbaum. Aber jetzt wissen wir, hier ist keiner. Sonst hätten sie die Granate gehört. Okay, Wölfe da. Käfige. Wölfe. Rennen. Werden hier gezüchtet. Wir könnten uns später schädlich machen. Lebt noch einer? Na gut, ohne Pfeile wird das jetzt hier ganz schön schwierig. Da ist noch einer. Mit diesem Gute Nacht. Gibt hier noch einer? Ach ja, hier liegt noch einer. So, wir kommen jetzt hier weiter. Ohne Pfeile. Und das was wäre. Ich muss irgendwie darauf kommen. Ja, aber ohne Fehler. Können wir das nicht ranziehen? Ja.
können wir zurück in Pferde sammeln gehen. Zumindest ein Fall. Ich hoffe, ich nicht verschwende. Zum Beispiel für Wölfe. Excuse me. Und schon verschwendet. Was müssen wir hier machen? Kann man es nicht an dem Mistkristall ein Ding? Ich habe das Gefühl, wir müssen das Reh zum Schwingen nutzen. Hier kommen wir nicht hoch. Aber wie zum Henker? Aha! Da gibt es so ein Ding, wo wir ranschwingen können. Verstehe. Oh Mann. Ich habe eine Idee, wie. Ach du Scheiße. Okay, dran hängen können wir nicht, oder? Dran hängen bleiben. Und da springe ich einfach nur ab. Nee, springe ich sofort weiter. Das heißt, wir müssen das nutzen, während es schwingt. Holy shit. Und ja, genau so. Wer läutet hier? Und hoffentlich die Glocke auf YouTube. Und wenn ihr die Aufzeichnung auf YouTube seht, Glocken. Glocke aktivieren. XP-Box. Oh, da können wir uns beim nächsten Nahrungsfeuer was leisten. Okay, Geocache gefunden. Macht nach wie vor absolut Sinn, dass hier Geocaches sind. Die Kluft, ich wäre fast reingefallen. Schleiche durch die Höhen. Ins Licht. Barackenstadt. Na, sehr toll. Die Freunde immer noch nicht hier. Bist du da, Lara? Alex, ich hab die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Warum zum Henker sind die zum Strand gegangen? Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf.
Haben wir uns einfach stehen lassen und sind losgelaufen. Das sind Freunde. Bin ein Weg runter zum Strand. Ah, hier kommen doch wieder massiv Leute. Die wir besiegen müssen. Ach, hier sind wir wieder. Na toll. Welcome back. Momentan ist es ruhig hier. Dann krachse ich mal rüber hier. Können wir die selber nutzen? Ja, das da offensichtlich nicht. Aber das vielleicht. Wetten, da kommt was dazwischen. Transportmunde. Wir kommen da doch nicht friedlich runter, oder? Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir. Sie werden dem Boot nicht weit kommen. Okay, sei vorsichtig. Finden Sie zum Nahe der Überlebenden. Sind wir tatsächlich ohne weiteres hier runtergekommen? Das glaube ich ja kaum. Keiner hat auf uns geschossen, keiner hat uns angegriffen, während wir hier. Dafür sind wir hier gestorben. Das ist, ja. Beim Versuch rauszusteigen. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren. Aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Okay, wo müssen wir raus? Der geht ja doch wieder hoch, oder? Nee, dreht ja doch um und. Ah ne, hier geht's noch weiter. Okay. Ich glaube, gut. Nein! Okay. Kommen wir hier rüber. Tatsache. War aber klar, dass wir mit der Gondel nicht ganz unten nach unten kommen. Nach ganz unten.